AVM wirbt damit, dass es jetzt einfacher geworden ist, eine weitere Fritzbox bzw. einen zusätzlichen Repeater als LAN-Mesh-Gerät hinzuzufügen. In diesem Video klären wir, warum es durchaus Sinn macht, diese LAN-Mesh-Funktionalität zu nutzen, und wir probieren auch diese neue Konfigurationsmethode direkt mal aus. Los geht's nach dem Intro. Was hier steht, ist ja ein Fritz Repeater, und wie der Name schon sagt, kann er die WLAN-Verbindung der Box weiterreichen. Verstärken kann er die natürlich nicht, weil es kann natürlich insgesamt nicht mehr WLAN geben, als die Box hier ausstrahlt, aber natürlich kann er die Reichweite erhöhen. Bei dem Fritz Repeater 3000 bzw. dem Fritz Repeater 6000 verringere ich bei diesem Vorgang nicht einmal die Geschwindigkeit. Diese beiden Repeater haben den Vorteil, dass sie eine dritte WLAN-Antenne haben, die nur dafür zuständig ist, die Verbindung zwischen der Box und dem Repeater herzustellen, und die Bandbreite im WLAN muss nicht mit den Clients geteilt werden. Noch besser ist es natürlich, wenn ich jetzt ein LAN-Kabel benutze, um den Repeater mit der Box zu verbinden. Dann können alle drei Antennen dieses Gerätes mit den Clients verbunden werden. Also, wenn ich irgendwo im Haus die Möglichkeit habe, ein LAN-Kabel zu ziehen, dann sollte man das tun und kann einen dieser Geräte eben als Access Point dort weiter betreiben. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die Konfiguration damit funktioniert. Der ist jetzt im Werkszustand. Wie man den in den Werkszustand bringt, das habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und ich bin mal gespannt, ob der sich jetzt beim Verbinden mit der Box direkt, ja, mit der Box verbindet. Dazu habe ich hier ein Kabel angeschlossen und das Kabel endet dann hier in der Box. Also an der Box ist es schon angeschlossen. Jetzt würde mich mal interessieren, ob der die Verbindung direkt herstellt. Jetzt passiert, ach doch, ich wollte schon sagen, jetzt passiert nichts, aber die Verbindung ist jetzt direkt hergestellt. Was aber jetzt noch nicht hergestellt ist, ist die Kopplung mit dem Mesh-Netzwerk. Sonst wäre es ja einfach, aus der Fritzbox die Zugangsdaten fürs WLAN quasi rauszuklauen. Deshalb muss hier als Sicherheitsfeature nochmal die Connect-Taste gedrückt werden. Das machen wir jetzt mal direkt. Erst hier einmal drücken und hier einmal drücken. Es gibt auch Fritzboxen ohne Connect-Taste, da muss man, glaube ich, die WLAN-Taste 6 Sekunden lang drücken. Um jetzt nochmal zu prüfen, ob die Kopplung auch so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, lohnt sich nochmal ein Blick auf die Fritzbox-Web-Oberfläche, und dort kann ich im Punkt Heimnetz und Mesh nämlich genau sehen, dass das Mesh-Logo an dem Fritz Repeater 6000 klebt, das heißt, die Kopplung ins Mesh-Netzwerk hat auch direkt funktioniert. Und wir sehen auch, dass beide Geräte über 2,5 Gigabit miteinander verbunden sind. Ich habe an beiden Geräten, nämlich sowohl am Repeater als auch an der Fritzbox, den Port mit 2,5 Gigabit gewählt. So kann ich zum Beispiel mit dem verbleibenden Gigabit-Port, also ich habe jetzt hier, wenn ich das mal rumdrehe, kann man ja sehen, dass es einen 2,5 Gigabit, ich mache das Käbelchen mal raus, hier gibt es einen 2,5 Gigabit-Port und es gibt einen 1 Gigabit-Port. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Gerät anschließen würde, das ein Gigabit kann, und würde zusätzlich mit den Clients noch im WLAN unterwegs sein, könnte halt diese Geschwindigkeit kombiniert oder kumuliert werden. Also könnte ich mehr als das Gigabit hier erreichen, theoretisch. Also das heißt, auch hier hat AVM mal wieder sehr gut geliefert. Einfach die Geräte zusammenstecken. Wenn es aus dem Werkszustand kommt, wird es automatisch konfiguriert. Und durch das Knöpfchen drücken werden dann auch die Zugangsdaten des WLANs zum Beispiel direkt übernommen, und der Repeater strahlt jetzt das schon von der Fritzbox bekannte WLAN aus, entsprechend mit der gleichen SSID und dem gleichen Passwort. Man muss jetzt also an den Clients nichts umkonfigurieren, die können sich jetzt direkt mit dem Repeater oder der Box verbinden, und weil wir ja hier vom Mesh-Netzwerk reden, geht das eh im Hintergrund alles vollautomatisch.